Weshalb das? Nein. Nicht meine Ausdrucksweise, aber es ist ein Mix. Also die neue Kollektion ist ein Mix aus ganz vielen Einflüssen, Kulturen und Kontrasten, die ja immer ein Thema sind bei mir. Es ist einmal, war es der britische Schick, also ganz traditionelle Materialien, traditionelle Optiken wie Glenshake oder Nadelstreifen. Dazu habe ich eigentlich als Gegenthema gesehen diese Romantikwelle, die natürlich alle irgendwie ein bisschen ergriffen hat, diese Flucht aus der Realität und Ethno-Einflüsse, ein bisschen so deutsche Punk. Das waren eigentlich so die Themen, die man aber eigentlich, die man nicht vordergründig sieht. Mir ist es immer ganz wichtig, dass man nicht die Kollektion anschaut und sagt, oh klar, das ist Punk oder das ist British oder, sondern dass es einfach in die Kollektion eingearbeitet ist und so neu umgesetzt ist, dass der Zuschauer es nicht sofort sieht. Und ich versuche diese Themen immer ganz neu zu interpretieren und neu umzusetzen. Ich habe einfach versucht, dieses Zeitgefühl, das Zeitgeschehen irgendwie zu integrieren. Es war natürlich einmal diese, was ich das Gefühl habe, ist die Besinnung auf Traditionelles, auf alte Werte. Nicht alles muss neu sein, nicht alles muss hypertechnisch sein, sondern man merkt auf einmal auch, es ist ganz, ganz viel Altes, was auch ganz, ganz toll und ganz gut ist. Und dazu kombiniert eben dann dieser Mix aus Kulturen, weil eben, ich glaube, aufgrund der Ereignisse eben Ende letzten Jahres ist auch also sehr, sehr wichtig, dass einfach, oder für mich war es wichtig, auch in der Mode zu zeigen, es gibt immer noch einen Mix der Kulturen und es ist nicht so, dass jetzt alles nur schwarz oder weiß ist, auch wenn das oft jetzt, obwohl man das Gefühl hat in der jetzigen Zeit, aber es gibt auch noch ganz viele Gebiete, auf denen man immer noch das mischt. Also ich glaube, mich hat so weit beeinflusst, dass ich gesagt habe, jetzt inspirieren mich gerade auch fremde Kulturen und jetzt inspiriert mich gerade, irgendwas ganz neu zusammenzusetzen. Weil es ist irgendwie, man hat so das Gefühl, jeder hatte, glaube ich, das Gefühl, man steht vor einem riesen Trümmerhaufen und alle waren irgendwo zerstört und sowieso am Boden und daraus noch tiefer zu sinken, bringt alle nicht weiter. Und meine Inspiration daraus war einfach zu sagen, okay, man muss es dann neu aufbauen. Und man hat die Chance, wenn man was neu aufbaut, es ganz neu zusammenzufügen und neu zusammenzusetzen. Und das war eigentlich so die Inspiration hinter der Kollektion auch. Also auf mein Unternehmen direkt gab es keine Auswirkung, aber wir hören natürlich die Resonanz aus dem Einzelhandel und die hatten enorme Probleme bis zum Jahresende. Und die Vorordern waren gelaufen, das heißt, wir konnten das nicht direkt spüren. Wir haben natürlich aber die Resonanz vom Einzelhandel bekommen. Die sagen, wir hatten nicht so gute Abverkäufe, es war weniger los. Und wir hoffen, dass sich das einfach jetzt wieder alles aufbaut und fängt und der Einzelhandel wieder bessere Abverkäufe bekommt. Der Leder in der Kollektion, das hatten wir zwischendurch, wir hatten es mal drin, haben es gestrichen, weil wir sehr unzufrieden waren mit der Ausführung, ist wieder ein neues Thema dabei. Wir sind an Strickprogrammen dran, das wird in der Zwischenkollektion präsentiert, zusammen mit der Abendmode und ansonsten bleibt eigentlich erstmal alles wie gehabt. Das ist eine Frage, deine Prognose.